Mahlzeit und willkommen zu mal wieder seit langem einem neuen Video. Puh, das wird jetzt schwierig, weil, wie lange ist das her? Ach, keine Ahnung, ist es schon ein Jahr? Naja, nicht ganz, denke ich, weiß ich nicht. Ja, also ich wollte mich mal wieder melden, eigentlich auch nur auf vielfachen Wunsch hin, weil eigentlich gibt es nicht wirklich irgendwas zu melden, aber ich wurde regelrecht überredet, sag ich mal, über die Zeit hin jetzt doch mal wieder was von mir hören zu lassen, und dem möchte ich jetzt auch, wie sagt man, Folge leisten oder wie auch immer, dem Wunsch möchte ich quasi entsprechen. Naja. Also, wie gesagt, ich lebe noch. Meine Saison beginnt so langsam. Was heißt Saison? Eigentlich war das nie ein Saisonhobby bei mir, aber diesen Sommer war es halt so, dass die Eisenbahn überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also nicht wirklich. Hat sich halt so ergeben, dass andere Sachen, die mich interessiert haben oder mich interessieren, einfach wichtiger waren. Und wie das halt manchmal so ist. Ansonsten auch nicht immer Zeit, und ja, wenn schönes Wetter ist, bist du halt draußen und viel zu tun und andere Hobbys. Ja, solange das Wetter draußen noch halbwegs erträglich ist, fröne ich auch noch meinem wiederentdeckten Fahrradfahr- oder Rennradfahr-Hobby. Bin da viel unterwegs und das ist, ja, je älter man wird, umso sinnvoller wird auch so eine sportliche Betätigung. Wird der eine oder andere mir vielleicht zustimmen, den ganzen Tag Bier saufend vor der Eisenbahn zu sitzen. Ist im Alter, je älter man wird, dann auch nicht mehr so förderlich, zur Gesundheit förderlich, und von daher, Bier trinke ich Gott sei Dank nicht, also fällt das schon mal flach. Aber trotzdem wurde es an der Zeit, sage ich mal, sich eine sportliche Betätigung zu suchen. Und da kam mir das Fahrradfahren als altes Hobby, was ich jahrelang vernachlässigt habe, doch recht gelegen. Also ruckzuck ein Sportgerät besorgt und ja, geht's jetzt ab. Also, wie gesagt, die Eisenbahn ist natürlich nicht weg. Ist nach wie vor da, wie ihr seht. Ich habe die stand seit dem letzten Video, wo wir hier was gemacht haben, stand die unabgedeckt hier rum. Das war nicht ganz so schlau, musste ich feststellen. Ich bin ab und zu mal vorbeigelaufen, habe mal ein Auge drauf geworfen, da sah das ja auch nicht so schlimm aus. Aber als ich dann vor einer Woche mal ganz genau hingeschaut habe, hat mich fast der Schlag getroffen, weil hier einfach fingerdick der Staub drauf lag. das habe ich mir dann gesagt, Simon, das war eher blöd, die nicht abzudecken. Ja, dann musste ich mir erstmal einen Kopf machen, wie ich hier das Ding wieder fahrbar bekomme. Also der eine oder andere von euch wird das genauso handhaben wie ich, und zwar mit dem Staubsauger. Nur sind hier, wie gesagt, viele Ecken, habe ich ja schon oft drüber schwadroniert, viele Ecken, wo man so mit dem Staubsauger nicht rankommt. Aber da habe ich mir einfach einen ganz normalen Handstaubsauger gekauft. Und zwar nichts Besonderes, also der muss deswegen keine 200, 300, 400 Euro kosten. Ich weiß nicht, was der kostet, ich glaube irgendwas zwischen 60 und 80, weiß ich nicht mehr. Also so viel sollte er dann schon kosten, damit er auch ordentlich Bums hat, weil den braucht er. Habe diese Bodendüse, das kann man ja abmachen mit dem Rohr. Und habe den Handaufsatz, da gibt es so einen Handaufsatz, so einen kurzen, wo man hier jetzt hier was, hier Möbel absaugen kann oder was, mit so einer kleinen Bürste vorne drauf, mit so einer Pinselbürste oder weiß ich was es ist. Und habe da einfach einen Schlauch angeklebt, habe die Öffnung quasi verringert auf Schlauchdicke und habe da einen dünnen Schlauch eingeklebt. Also quasi saugt er jetzt nur noch vorne durch den Schlauch, und das ziemlich heftig, weil da irgendwie eine Verwirbelung entsteht durch die Verringerung des Querschnitts. Ja, ich bin jetzt kein Physikprof,
Fassrohren, kann das nicht so genau erklären, aber es funktioniert einwandfrei. Und damit komme ich auch unter die Oberleitung und kann da schön meine ganzen Dreckecken alle freisaugen, wegsaugen, sauber saugen, naja, wie auch immer. Ja, den Rest habe ich natürlich mit unserem starken, guten Haushaltsstaubsauger gemacht. Da musst du aber aufpassen, dass du nicht die Schienen abreißt. Aber das wirkt natürlich auch dementsprechend. Also das kriegt man schon wieder sauber. Aber wie gesagt, das mit dem Schlauch, mit dem ganz dünnen Schlauch, kann ich mal so ein Stück Schlauch hier in der Kamera halten. Das ist also hier so ein Schläuchlein von Festo. Ja, der eine oder andere findet das vielleicht auf Arbeit. Der andere muss mal im Baumarkt gucken, ob es da was gibt. Kann man auch andere Querschnitte noch nehmen. Für mich hat sich der erstmal als brauchbar erwiesen. Ich hatte mir den mal besorgt fürs Auto, um da diverse Regenwasserabläufe frei zu pusten mit dem Kompressor. Und da ist mir eingefallen, du hast doch noch den Schlauch. Und da habe ich den da einfach angeklebt. Mir da was gebastelt. Das ging einmal frei. Ja, ansonsten Tomix, Reinigungswagen, ja, Bremsenreiniger und Lappen. Das geht schon, wo man rankommt, wie gesagt. Wa? Hier im Vordergrund gerade meine letzte Neuerwerbung. Die drei letzten Bauzugwagen vom Club, jetzt sind sie wieder weg, aber die kommen wieder. Das ist das, was hier gerade so ein bisschen kreiselt. Ja, wie gesagt, Fahrbetrieb in dem Sinne mache ich noch nicht. Ich habe noch nicht alles ausgepackt. Ich bin ja eigentlich immer noch am Putzen und am Reparieren. Ich habe jetzt zuletzt die Clubmodelle, den Messwagen, den letzten, bekommen, der noch gefehlt hat. Der blaue von diesem Jahr und die drei... Die drei letzten Bauzugwagen, und zwar ist das der, Moment, jetzt kommen sie gerade, der erste hinter der Lok gleich, das ist ein Gerätewagen auf Basis von dem alten Postwagen, ja. Naja, das werdet ihr ja alles kennen, der eine oder andere oder die meisten, sag ich mal, werden es auch selber haben. Ja, ich überfahre gerade ein Signal, ich weiß, mir egal. Also dieser Postwagen, was jetzt umgewidmet zum Gerätewagen, dann sind die von vorigen Jahr, glaube ich, die zwei auch Gerätewagen. Und von diesem Jahr sind hier hinten die letzten beiden, diese Wohnwagen. So, und damit ist mein DB-Bauzug-Thema eigentlich auch erledigt. Mehr will ich davon eigentlich auch nicht kaufen. Weil ich kenne die Dinger aus eigenem Erleben, wie sie nach der Wende hier auch auf DDR-Gebiet rumstanden, als hier alles rausgerissen wurde und neu gemacht wurde. Aber die sahen in meiner Erinnerung ein bisschen anders aus, und zwar das Blau war viel heller, weil es eben ausgeblichen war. Leider hat Tillich hier sich an Neulack Farbschema gehalten, und deswegen sehen die auch sehr dunkel aus. Das hat mich bei den ersten Lieferungen schon geärgert, aber was willst du machen? Wie das halt so ist, musst du den sauren Apfel beißen, musst das nehmen, was du kriegst. Sind wir ja bei TT gewöhnt. Das war früher nicht anders. Eigentlich sogar noch schlimmer. Ja, naja, also es ist jetzt kein Beinbruch, aber wie gesagt, das Blau ist deutlich anders, als ich die Dinger in Erinnerung habe. Ausbleichen, nee. Es ist mit der ganzen Beschriftung sehr stressig. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Also ich habe schon mal eine Tiger-Trommel, das wisst ihr ja selber, die jetzt schweinchenrosa ausgeblichen ist, und eine 110, also eine Reichsbahn V100, auch schon mal ausgeblichen. Das ist ganz schönes Theater, wenn man das richtig machen will. Wenn ich da jetzt noch anfange, hier in die ganze Zucht zu machen, nee, da habe ich keinen Bock. Und da ist auch noch die Chance ziemlich groß, dass man das versaut. Also eine Rocco-Tiger-Trommel hätte ich wahrscheinlich auch nicht probiert. Deswegen habe ich das mit einer Tillich-Lok probiert. Da ist der finanzielle Verlust nicht ganz so groß, wenn das schief geht. Wobei die Rocco-Trommeln ja nun mittlerweile auch wieder lieferbar sind und werden. Sind, weiß ich nicht. Werden, habe ich gehört. Ich habe gehört, Rocco will wieder ganz groß hier einen aufziehen, wenn das nicht bloß wieder heiße Luft ist. Hat wohl Kühn übernommen, das Sortiment von Kühn. Na gut, müssen wir mal gucken, ob das was bringt, ob da was kommt oder ob das im Regal verschwindet, die Formen. Aber da will ich auch nicht weiter drüber schwadronieren, da habe ich gar keine Ahnung von. Überlasse ich anderen Leuten. Ja, was gibt es denn sonst noch? Eigentlich nichts.
Ich habe, ach so, weil dieser ORT da gerade in der Mitte steht, dem habe ich die letzten Tage mal ordentliches Fahrverhalten beigebracht. Ich habe den ganzen Antrieb nochmal umgebaut. Das habe ich noch gemacht. Das habe ich mal so nebenbei gemacht. Weil ich hier oben jetzt mal längere Zeit zugegen sein musste, denn wir haben für Bastian, also Bastians Modellbahn auch vom Boden geholt und aufgebaut. Und da brauchte der jetzt ab und zu mal meine Hilfe und deswegen brauchte ich auch nicht so weit wegrennen. Und da habe ich mir gedacht, setze ich mich hier hin und bastel ein bisschen rum. Und dann bin ich ruckzuck bei ihm drüben, wenn er mal wieder ruft, um Hilfe schreit. Ja, und da habe ich mir den ORT nochmal geschnappt. Der ist jetzt sehr, sehr leise, fährt sehr, sehr weich, lenkt ordentlich um die Kurven, entgleist gar nicht mehr. Das war ja dieses Problem mit meiner Stromübertragung da im Inneren. Das war alles ein bisschen zu steif von den Drehstellen her. Die konnten nicht mehr richtig auslenken und das war alles scheiße. Jetzt geht das. Eigentlich dieser ORT, eigentlich kriege ich ja noch immer mittelmäßig schlechte Laune, wenn ich das Ding sehe. Weil eigentlich kotzt mich das Ding immer noch an. Schon seit ich angefangen habe, daran rumzufeilen. Das andere Häuser, das Gelbe, da könnt ihr vergessen, alles was ich darüber gesagt habe, das liegt schon im Müll. Das habe ich also mit einem großen Tritt in die nächste Tonne befördert, weil irgendwann hatte ich so die Schnauze voll von dem Ding. Von dieser krummen, naja, krummen Segeljolle, sage ich mal, weiß ich nicht. Eigentlich blühte dem hier schon dasselbe Schicksal, bloß Bastian hat dann gesagt, nee Papa, der muss da bleiben. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr nervt mich das Ding. Einfach in seiner Gesamtheit. Aber naja, es ist halt wie es ist. Ich werde auf jeden Fall mich jetzt kümmern, dass ich vielleicht doch den Klunkerbausatz nochmal bekomme. Den Antrieb, den kann man verwenden. Der ist jetzt so ziemlich up to date, sage ich mal. Der ist in Ordnung, aber das Ganze rundherum. Naja, ist halt dieser Fertigungstechnologie geschuldet irgendwo. Das ist einfach nur steil bis eine Sternsis. Und ja, wie ihr seht, ist alles 3D-Druckmäßig hier so halbwegs verschwunden hier. Außer die Besandungstürme, die habe ich jetzt noch nicht rausgerissen. Was ist noch nicht? Die werde ich auch nicht rausreißen. Also wenn nicht noch das eintritt, was ich nicht hoffe. Und zwar sind mir so ein paar 3D-Drucksachen geplatzt. Dummerweise eine davon auch in der Vitrine und hat die Vitrine mittelmäßig versaut, weil ich halt ewig nicht hingeguckt habe. Geplatzt in dem Sinne, dass das gedruckte Vollkörper sind, die wo im Inneren das Harz nicht ausgehärtet ist. Und kann ich euch das mal zeigen? Dazu muss ich mal ganz kurz hier um die Ecke verschwinden. Freiräumen, Moment, es dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Also das Ganze sieht dann so aus, es platzt dann regelrecht auf und da läuft dann dieses Harz raus oder dieses Resin, also flüssig auf jeden Fall, flüssig, klebrig, stinkt wie Sau und versaut alles, was rundherum ist. Dummerweise ist dieser Container hier ist geplatzt in meiner Aufbewahrungsbox für offene Projekte. Also das lag dann auf einer Küchenrolle. Ihr seht ja, das Dunkle, das ist alles Resin. Das habe ich jetzt mal so da reingestopft und den Container da erstmal draufgelegt. Dummerweise hat das etliche Sachen mit versaut, die jetzt leider entsorgt sind, weil es einfach ja, Schrott war dann. Es klebt alles, das ist alles scheiße. Naja, jedenfalls in der Vitrine ist mir dummerweise ein fertiges Modell geplatzt. Da ist alles breit gelaufen und hat andere Modelle in Mitleidenschaft gezogen. Das hat mich ein bisschen angekotzt. Aber es ist halt so, neue Technologien erfordern immer ein bisschen Erfahrung sammeln damit. Und
Wahrscheinlich ist das so, dass man diese Vollkörperklötze, sage ich mal, einfach anbohren muss oder so, um mal zu gucken, wie es da im Inneren aussieht, weil das wahrscheinlich ja keine Chance hat, im Inneren auszuhärten, weil wie auch, da kommt ja keine Luft dran. Allerdings verstehe ich nicht so richtig, warum das überhaupt flüssig ist im Inneren, weil meiner Meinung nach, wenn der das druckt, ist das doch eigentlich fest. Ich weiß nicht, was das ist da drinnen, wo das herkommt oder ob das ausgast und sich da nochmal irgendwie so eine Flüssigkeit bildet. Ich keine Ahnung, jedenfalls klebt das Zeug, was da rausläuft, stinkt wie Sau. Ja, und ist sehr flüssig und läuft gerne in alle Ritzen und überall hin. Aber wir verlieren nicht den Mut deswegen. Ich habe erstmal sicherheitshalber hier alles von der Anlage verbannt. Wie gesagt, ich will nicht hoffen, dass die zwei Besandungsklötze, da sind ja auch so eine Vollkörper da oben drauf, dass die noch platzen und da irgendwas runterläuft. Das wäre schlecht. Ich will die aber eben auch nicht rausreißen. Dummerweise sind sie fest eingebaut. Wenn ich die jetzt rausreiße, mache ich mittelmäßig Schaden am ganzen Rundherum und dann gehen sie vielleicht auch kaputt und das möchte ich ja gar nicht. Ja, also wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste hier erstmal. Vielleicht war es noch mein Fehler, vielleicht bin ich einfach nur zu doof, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gewusst, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch Latte. Ja, mal gucken. ORT muss ich die Beschriftung noch besorgen, die Fenster noch. Fenster habe ich schon, muss ich mal mich darum kümmern, dass ich die mal einbaue, also wenn ich mal Lust habe. Beschriftung, ja, lasse ich drucken irgendwo. Mal sehen, gibt es ja diverse Anbieter. Ansonsten kriegt den dann Bastian vielleicht. Ach so, nee, das Fahrgestell würde ich ja dann unter den Klunker bauen. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Bastian ist ja ein Scharf auf das Ding, der findet das mädelmäßig geil. Müssen wir mal gucken, was ich da mache. Und was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Ach so. Bahnmeisterei habe ich noch ein bisschen. Ja, da steht jetzt ein bisschen altes Zeug rum, ein bisschen viel altes Zeug, was ich für Bastian gerade fit mache. Der ist gerade mitten im Eisenbahnfieber. Also der hat das jetzt richtig für sich entdeckt, wird er. Wie gesagt, ich musste seine Anlage aufbauen. Das haben wir alles gemacht. Dann hat er schon angefangen, da kam er den einen Tag zu mir, vorgestern oder wann das war. Papa, ich brauche mal deine Kiste mit Figuren. Ich sag, was willst du damit? Naja, ich muss auf meine Anlage müssen Menschen. So, jetzt hat er von meinen Figuren, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 100 Leute da auf seine Anlage geklebt, weiß ich nicht, ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, aber er soll sich damit beschäftigen, das ist auch alles richtig. Er will das auch alleine machen. Er ruft mich, wenn er irgendwas nicht hinkriegt. Und wie gesagt, er ruft mich, wenn er irgendwas nicht hinkriegt und fragt dann auch, aber er möchte eben auch erstmal alleine probieren, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Das kann er ruhig machen. Nur so lernt man das. War ja bei mir damals auch nicht anders. Dass da mal was kaputt geht, ja, das kann passieren. Dann ist es so, dann wird es repariert. Ich selber habe auch was kaputt gemacht und zwar seine Anlage ist, Schrägstrich war, ja eigentlich digital. Aber da ich mich damit nie so richtig befasst habe und nur keine richtige Ahnung von habe, habe ich natürlich die Zentrale zerschossen beim Anklemmen. Einfach zwei Kabel verwechselt. Hat es kurz Puff gemacht und dann, ja, jetzt geht es halt nicht mehr. Diese komische schwarze Rokokasten da, diese Rokokzentrale. Also habe ich jetzt erstmal einen guten FZ1, ne, FZ2. Ist das FZ2, der mit Zubehörausgang, ja, ich glaube ja, angeklemmt. Und dann muss er jetzt erstmal analog fahren. Was ihn aber auch nicht sonderlich stört, weil er so viel altes Zeug gekriegt hat von unseren diversen Bekannten. Was sowieso nicht digital ist, dass er jetzt auch damit fahren kann. Aber Sound-Tiger-Trommel von Papa ist jetzt natürlich erstmal nicht. Naja, schauen wir mal. Ja, ich habe halt, wie gesagt, von dem Digitalzeug keine Ahnung. Ich habe da, wie gesagt, in meiner Blödheit, ich wollte das schnell anklemmen für ihn, zwei Kabel verwechselt und da ist das Ding halt durchgefeuert und jetzt kriegst du da, kommt da kein Strom mehr raus auf der Schiene. Also der Ausgang fürs Gleis ist quasi abgerollt. Muss das mal aufschrauben, vielleicht kann man da irgendwas sehen oder irgendjemand mal gucken lassen. Mal sehen. Oder aber man ersetzt das Teil einfach. Habe ich schon mal überlegt. So eine ZN20, aber das ist
Das nutzt er wahrscheinlich auch nicht, alles, was er damit machen könnte. Das ist auch für die Anlage, glaube ich, übertrieben. Also für seine. Nur mal gucken, wie er sagt. Mit dem Bravo jetzt tut es das auch erstmal. Er ist da auch recht begeistert. Stört ihn nicht wirklich. Und alles, was digital ist, was Decoder hat, fährt ja auch analog. Also fahren kann er damit so oder so. Nur halt die ganzen Spielchen nicht. Naja, schauen wir mal. Ja, was liegt denn sonst noch so an? Keine Ahnung, heute ist Samstag. Es ist früh 6 Uhr und ein bisschen was. Wenn ihr das Video guckt, wahrscheinlich später. Aber was denn ist bei Oma? Mama ist arbeiten, Frühschicht. Papa ist alleine zu Hause, also ha, Eisenbahn. Nee, ich will mal gucken, wenn der Wind nachher nachlässt, will ich mich nochmal aufs Fahrrad schwingen. Vielleicht. Der Wind ist heute ein bisschen eklig. Also Rückenwind ist ja immer gut, wa? Wie ihr wisst beim Fahrradfahren, da brauchst du nicht viel machen, aber Gegenwind ist mittelmäßig hässlich. Hier hat sich nicht viel getan, da oben steht immer noch ein Flugzeug auf dem Lokschuppendach, wie ihr seht. Hä? Mich wundert ja, dass soweit alles noch geht, mehr oder weniger. Ein oder zwei Weichen schalten nicht mehr, da weiß ich nicht, wo der Strom hin ist, muss ich mal gucken. Das machen wir jetzt die nächsten Tage irgendwann. Ja, wie gesagt, jetzt, wenn es draußen kalt wird, passiert hier wieder mehr. Das ist klar. Dann wollen wir hier wieder voll angreifen. Da oben in der Stadt leuchtet auch alles noch. Bahnmeisterei. Mal aufgeräumt, mal durchgesaugt. Naja, und ansonsten ist ja alles beim Alten. Schächland da oben. Alles noch da. LVT, der da oben steht, der soll eigentlich fahren, aber fährt gerade nicht, weil da ist, glaube ich, irgendwie noch Dreck auf der Schiene. Ich komme da hinten noch gerade nicht ran, außer mit dem Zollstock schieben und dann fährt er 3 mm und dann bleibt er wieder stehen. Also muss ich erstmal hinterkrabbeln und gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, soll es das erstmal gewesen sein mit meinem Lebenszeichen. Also mir geht's gut. Die zwei, drei kleinen Rückschläge hier, die werden wir verkraften. Und ansonsten, werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen. Modellbahnzeit fängt jetzt, wie gesagt, gerade erst an. Jetzt hören wir auf hier mit Nerven. Dieses Rummikreisel. Aber der macht keine schlechte Figur, der Bautzer, oder? Jetzt, wenn man den so sieht, so. Weiß nicht, wir können ja vielleicht, können wir da mal ranzoomen. Sieht man das? Sieht man gut. Ja. Da hingen ja unsere V60 oder 106 davor, als die hier im Osten so rumgegurkt sind, die Wagen, glaube ich. Ich glaube, also eigene Loks haben sie nicht mitgebracht. Ja, das Dreibein vielleicht, ja, ihre eigene Rangierlok, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann mich immer nur an diese hellblau ausgeblichenen Wagen erinnern. Ja, also die Farbe, die dann so auskreidet hier, wenn sie halt jahrelang draußen rumfahren, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Die werden dann sehr hell. Stellenweise war das schon fast weiß, kannst du sagen, so gebrochenes Weiß. Wenn die richtig ausgekreidet, war das blau. Das ist ja wie bei Rot. Rot kreidet ja auch so komisch aus. Wenn du ein rotes Auto hast, bist du auch nur am Polieren. Das wird ja dann auch, wenn das lange in der Sonne steht, wird das ja auch fast weiß. Naja, gut. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Hoffe, dass es bis zum nächsten Update nicht so lange dauert. Also nicht wieder so lange auf, also lange, 1, 2, 3. Wieder so lange auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, das Wetter ändert sich jetzt gerade und ja. Die Zeit für Innenbeschäftigung kommt auf jeden Fall. Das ist ja für mich schon ein großer Fortschritt, dass ich überhaupt mal sauber gemacht habe und dass ich überhaupt was fährt. Nachdem ich die in letzter Zeit so stiefmütterlich behandelt habe hier. Aber ja, gut, also wie gesagt, schönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, macht keinen Blödsinn. Und lasst euch nicht ärgern. Und wir hören und sehen uns, wenn es was Neues gibt. Auf Wiedersehen!